Hallo und willkommen zu Draufsicht. Was steht in deiner Macht? Heute zum Thema Kapitalismus. Dem Kapitalismus wohnt ein Laster inne. Die ungleichmäßige Verteilung der Güter. Dem Sozialismus wohnt eine Tugend inne. Die gleichmäßige Verteilung des Elends. Winston Churchill. Leider ist das Ganze nicht so einfach. Der Kapitalismus kennt vielgestaltige Ausprägungen und hat im Laufe der Zeit reichhaltige Wandlungen erfahren. Nie zuvor wurden solche Mengen an Ressourcen verschoben und selten zuvor gab es ein widersprüchlicheres System. Denn der Kapitalismus hat viele reich gemacht und auf der anderen Seite ist er auch für das Elend von Milliarden von Menschen verantwortlich. Wir haben uns zum Thema Kapitalismus einmal in Berlin umgehört. Ich sehe Kapitalismus kritisch, weil die zentrale Triebkraft von Kapitalismus die Profitmaximierung ist. Weil er es nicht schafft, alle Menschen zufriedenzustellen. Nur eine kleine Minderheit profitiert, die große Mehrheit nicht. Weil er offensichtlich ja nicht funktioniert. Weil er immer noch in immer schärferer Form eigentlich Ausbeutung von Natur, Ressourcen, Tieren und Menschen ist. Weil sich die Kluft zwischen den wenigen Reichen und der großen Menge der Armen dramatisch vergrößert. Also für mich hat Kapitalismus ganz viel mit Abhängigkeit und Wachstum zu tun. Und ich finde es einfach total wichtig, das zu reflektieren, einfach zu sehen, wir sind alle abhängig vom Geld, dadurch entstehen bestimmte Mechanismen. Ich würde den Kapitalismus nicht nur kritisch sehen, sondern sogar ablehnen, weil er einfach halt letztlich für eine Vielzahl von Krisen verantwortlich ist, egal ob es die ökonomische Krise ist, die Klimakrise ist oder auch die Hungerkrise ist. Wie ihr seht, eine alles andere als einfache Thematik. In diesem Jahr werden sich wieder Vertreter der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro treffen, um über Nachhaltigkeit zu diskutieren. In Berlin bietet der MacPlanet-Kongress seit 9 Jahren eine Plattform, um über genau diese Fragen zu diskutieren. Auch in diesem Jahr konnten sich die Teilnehmer wieder informieren, austauschen und vernetzen. Im Zentrum der über 60 Workshops und Panels standen in diesem Jahr die Themen Nachhaltigkeit, grüne Wirtschaft und die Grenzen des Wachstums. Wir waren für euch da und haben drauf gesehen. Es gibt keinen Planeten B. Der Erhalt der Natur und die gerechte Teilhabe an einer zukunftsfähigen Entwicklung weltweit sind für alle relevant. Ende April fand unter dem Motto Too Big to Fail der diesjährige MacPlanet-Kongress in Berlin statt. Über 1000 Menschen haben sich versammelt, um Fragen der Ökologie, Entwicklung und Globalisierung im Zusammenhang zu diskutieren. Können sich zukünftig 9 Milliarden Menschen allein mit ökologischer Landwirtschaft ernähren? Müssen wir unseren Lebensstil wirklich ändern? Und was bringt das? Sicher ist. Wir müssen wirklich neue Wege finden, wie wir zukunftsfähig Gerechtigkeit und Ökologie in Einklang bringen miteinander. Der Kongress bot eine Plattform, um gemeinsam Lösungsvorschläge für dieses globale Anliegen zu suchen. Der Austausch zwischen Experten und jungen Engagierten aus der ganzen Welt ermöglichte es, die Fragen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Wir wollten wissen, was die einzelnen Besucher des Kongresses dazu bewegt hat, am MacPlanet teilzunehmen. Ich bin zum MacPlanet-Kongress gekommen, weil ich gehofft habe, dass ich auf ganz viel kreatives Potenzial stoße. Und es ist auch so. Es ist ganz viel los, eine große Dynamik, viele junge Leute, die sich gerne engagieren würden und es auch tun. Und das finde ich natürlich ganz toll. Kreatives Potenzial zu entwickeln und eigenes Handeln anzustoßen, waren Ziele der Veranstalter. Die beim Kongress entstandenen Ideen sollen weitergetragen werden. In die Betriebe, Universitäten und das persönliche Umfeld der Teilnehmenden. Chris, einer der Organisatoren, hat uns erzählt, was er sich vom diesjährigen MacPlanet erhofft. Dass es weitergeht, das würde ich mir wünschen, weil es einfach eine Institution ist für globalisierungskritische, umweltbewegte Menschen. Zum anderen hoffe ich aber auch, dass wir damit Leute motivieren, sich gerade jetzt vor dem Gipfel, der im Juni in Rio de Janeiro stattfindet, dass wir Leute motivieren, sich da einzubringen, ihre Stimme zu erheben und zu sagen, dass so, wie es da momentan läuft, es überhaupt nicht weitergeht. Viele kapitalismuskritische Umwelt- und Entwicklungsorganisationen haben den MacPlanet-Kongress aktiv mitorganisiert.
Auch sie haben das Anliegen, eine zivilgesellschaftliche Position im Kontext des UN-Nachhaltigkeitsgipfels in Rio zu finden. Ich glaube, das ist der erste Schritt, dass wir miteinander diskutieren, miteinander Positionen austauschen und auch finden Positionen. Ich glaube nicht, dass wir hier mit einem fertigen Katalog an Forderungen rausgehen, aber doch wahrscheinlich mit dem Bewusstsein, dass jetzt was passieren muss und dass wir uns engagieren müssen, damit quasi die Politik auch ein Stück weit bewegt wird. Dass sich etwas ändern muss, darüber waren sich alle Teilnehmenden des Kongresses einig. Vor allem kritisierten sie das herrschende Wirtschaftssystem und die durch Kapitalismus entstehende Ungleichheit. Wir wollen eine tatsächliche Trendwende hin zu einer Wirtschaft jenseits des Wachstumszwangs, einer Wirtschaft, die eben nicht die Gegensätze zwischen Arm und Reich verschärft, nicht die letzten Ressourcen aus der Erde rauspresst, um noch mal ein paar Jahre weitermachen zu können wie bisher, sondern wir wollen genau die Trendwende zur nachhaltigen Entwicklung, die seit 1992 eigentlich auf der Tagesordnung steht, aber eben nicht realisiert wurde. Nachhaltigkeit und Partizipation standen während des gesamten Kongresses im Mittelpunkt, nicht nur in den Panels und Workshops, sondern auch beim Essen und dem vielseitigen kulturellen Angebot. Eingeladen waren alle Interessierten, egal ob mit oder ohne fachliche Vorkenntnisse. Auch außerhalb der einzelnen Programmpunkte konnten beim gemeinsamen Kochen und Essen die Themen weiter vertieft und neue Freundschaften geknüpft werden. Insgesamt war die Stimmung sehr locker und entspannt. Wir sind beim nächsten McPlanet auf jeden Fall wieder dabei. Also ich finde es immer wieder toll, dass solche Art von Kongressen einfach von einem kleinen ehrenamtlichen Team organisiert werden, getragen werden und dass halt am Ende so ein toller Kongress entsteht, der wirklich viele Menschen zusammenbringt. Menschen, die gemeinsam in Foren diskutieren über Themen, die ihnen wichtig sind. Und ich finde, das ist einfach ein schönes Gefühl, dass man sieht, dass man nicht alleine ist. Und deshalb finde ich solche Art von Kongressen einfach ein tolles Forum. Nachhaltigkeit und der verantwortungsvolle Umgang mit der Erde. Das sind Themen, die die meisten von uns bewegen. Wir können nur hoffen, dass die Vertreter der Vereinten Nationen dieses Interesse teilen beim diesjährigen Nachhaltigkeitsgipfel in Rio de Janeiro und verbindliche Regeln für einen zukunftsfähigen Planeten aufstellen. Was den meisten von uns als erstes zu Kapitalismus einfällt, ist Geld. In Deutschland gibt es heute rund 30 verschiedene Alternativ- und Regionalwährungen. Im Raum Berlin-Brandenburg soll es demnächst die sogenannten Spreeblüten geben. Wir haben diese mal genauer unter die Lupe genommen. Hallo Theo, hallo Philipp. Vielen lieben Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, uns etwas über euer Projekt zu erzählen. Die Spreeblüte, was verbirgt sich dahinter? Ja, hinter der Spreeblüte verbirgt sich eine Währung, die wir in Berlin einführen wollen, die parallel zum Euro funktionieren soll. Wozu würde man denn eine Komplementärwährung brauchen? Man kann doch eigentlich alles mit dem Euro bezahlen. Naja, also man kann zwar alles mit dem Euro bezahlen, aber aus unserer Sicht funktioniert der Euro nicht so ganz richtig. Der läuft nicht so richtig rund, wie er sollte. Es gibt zwar ziemlich viel Geld an den Kapitalmärkten und im internationalen Handel, aber es fehlt ganz viel in der sogenannten Realwirtschaft und ganz bestimmt fehlt auch Geld vor Ort in den Regionen. Und auch in Berlin-Brandenburg ist ja keine besonders wirtschaftsstarke Region. Und da wollen wir einfach durch die Spreeblüte ein Geld schaffen, was einfach den Unternehmen, aber auch den privaten Leuten mehr Liquidität zur Verfügung stellt. Ja, die Spreeblüte ist ein sogenanntes leistungsgedecktes Regionalgeld. Das heißt, hinter der Spreeblüte stecken die Leistungen der Unternehmen, die mitmachen. Also ein wesentliches Merkmal der Spreeblüte ist, dass sie eben regional ist und nicht auf Bundesebene und schon gar nicht global irgendwie zirkulieren soll, sondern sie soll die Geschäfte vor allem von kleinen und mittleren Unternehmen vor Ort und in der Region stützen und soll den Leuten helfen, ihre Wirtschaftsbeziehungen auszubauen und soll damit die Region auch weniger anfällig machen für Schwankungen an den Weltmärkten. Die Idee ist einfach, diese Regionalitätsidee kommt auch so ein bisschen aus der Ökologie, dass man Ressourcen nutzt vor Ort, dass man kurze Transportwege hat, dass man sich auch kennt und damit kann auch mehr Vertrauen entstehen und auch in Zeiten der Globalisierung ist es nicht falsch, wenn so eine regionale Identität auch wieder ein bisschen mehr gestärkt wird. Könnt ihr uns ein wenig mehr über die Umsetzung berichten? Wie soll das funktionieren? Wie soll der Einsatz organisiert und reguliert werden? Nach welchen Prinzipien werden die Spreeblüten an die Unternehmen verteilt?
Also das Projekt gibt es zwar jetzt theoretisch, aber es muss ja jetzt praktisch ins Leben gerufen werden. Und deswegen suchen wir erstmal Unternehmen, die sich bereit erklären, mitzumachen, die zusammen eine Genossenschaft gründen. Gibt es denn schon Unternehmen oder Läden oder Shops, die sich die Interesse bekundet haben, daran teilzunehmen? Ja, also die Akquise ist schon gestartet mit unserem Unternehmerblättchen, Broschüre. Wir haben einen größeren Biobäcker aus Brandenburg und die dazugehörigen Bioläden in Berlin natürlich. Ein Skateboardladen, ein Schuhladen, Secondhand, wie ich hier. Ich kann da mal anknüpfen. Ja. Also wenn wir genug Unternehmen zusammen haben, die dann sagen, nicht nur sagen, ich finde die Spreeblüte toll, sondern ich mache auch mit, ich werde da Mitglied in der Genossenschaft, und wenn dann sogar noch ein paar sagen, ich bringe mich aktiv ein und ich will da mitentscheiden, wie das Ganze funktionieren soll, dann können wir im Grunde gründen. Dann muss halt die Satzung her, dann muss die Genossenschaft gegründet werden. Und dann kann es im Prinzip losgehen, und losgehen soll es erstmal mit Geldscheinen. Und das wird dann so laufen, dass es ein Gremium gibt in der Genossenschaft, was die Spreeblüte herausgibt. Also das fungiert dann im Grunde wie eine Bank, aber eine Bank, die den Genossen und Genossinnen gehört. Es muss niemand davon profitieren, und deswegen profitieren alle. Das heißt also, praktisch ist es in erster Linie gedacht, an Unternehmen zu gehen, und Privatpersonen würden über die Rabatte, über andere Sachen an die Spreeblüten kommen. Wir wissen, dass das ein Problem ist, dass für Private das jetzt im ersten Moment nicht so einfach ist. Aber wir haben ja auf der anderen Seite auch, ist es ja so, dass die Spreeblüte eben gedeckt sein muss. Und wir müssen in jedem Fall, in dem Moment, wo Spreeblüten gedeckt werden, sicherstellen, dass die auch, wo die geschöpft werden, dass dahinter auch ein Wert steht. Und den kann man eben bei Unternehmen besser abrechnen, indem man klar sagen kann, die haben eine Bilanz, die haben Produkte, die bestimmte Preise haben. Und bei Privaten ist das ein bisschen schwierig. Aber wir suchen natürlich auch nach den Möglichkeiten, das an die normale Bevölkerung zu bringen. Vielen lieben Dank für das Interview und viel Erfolg. Danke. Der Spreeblüte. Danke. Danke. Ob dieses Konzept einer alternativen Währung langfristig Bestand hat, wird sich zeigen. Das war die 8. Ausgabe von Draufsicht, was steht in deiner Macht, heute zum Thema Kapitalismus. Bis zur nächsten Sendung, wenn ihr wollt. Bis dahin.